ist natürlich ein extrem wichtiges Spiel für uns. Das ist das, wofür ich jeden Tag sehr, sehr gerne aufstehe. Und der ist drin! Ich verfolge mal alle das große Ziel, den Frauenfußball weiter nach vorne zu bringen. Wenn das alle verkörpert, steht dem FC eine große Zukunft bevor. Schön, dass Sie da sind, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel unserer FC-Frauen gegen den SV Werder Bremen am Sonntag 14 Uhr im Rhein-Energie-Stadion. Bei mir sitzt unsere Bereichsleiterin für den Frauen- und Mädchenfußball, Nicole Bender-Rumler. Fußball ist die Leidenschaft, die mich als Mensch sehr geprägt hat. Ne? Also angefangen habe ich mit den Jungs auf dem Bolzplatz zu kicken. Und da habe ich mir, weiß Gott, keine Gedanken darüber gemacht, dass ich vielleicht irgendwann mal so eine Position, wie ich sie heute habe, einnehme. Wir sind jetzt im zweiten Jahr und haben die erste Frauenmannschaft zu Vollprofis gemacht. Das war ein großes Ziel von uns, aber wir haben noch viele, viele Aufgaben vor uns. Köln ist die Hauptstadt der Gleichstellung. Nicht umsonst ist das Pokalfinale im deutschen Frauenfußball hier in Köln. Nicht umsonst haben wir auch diese unglaubliche Begeisterung. Ja, mit der Telekom haben wir natürlich einen Wahnsinnspartner. Wir sind sehr wahrscheinlich die erste Lizenzmannschaft in der Frauenbundesliga, die erstmalig nach der Saison die schwarze Null schreiben, was unglaublich wichtig ist. Und da hat die Telekom natürlich einen großen Anteil dran. Die Mädels sind sehr ehrgeizig, was du aber auf dem Gebiet sein musst. Das bringen die alle von sich aus mit. Das sind wirklich tolle Frauen, weil sie auch sehr, sehr viel Humor mitbringen und das große Ziel vor Augen haben und natürlich ihren großen Traum aktuell leben. Und zwar sind sie Fußballprofis, ne? Hi, ich bin Jelena Öppach, ich bin 23 Jahre alt. Bin als Spielerin jetzt meine zweite Saison hier beim 1. FC Köln. Der FC hat mich ganz schnell gepackt. Man spricht ja auch immer von so einem Gefühl hier beim FC und das habe ich einfach bekommen. Ja, ist gar nicht so einfach zu beschreiben, aber der FC hat mich mit all seinen Facetten schon längst gepackt und ich bin sehr glücklich, für den 1. FC Köln zu spielen. Alles andere vorne weggenommen, ist es natürlich ein extrem wichtiges Spiel für uns. Wir werden das Spiel genießen, wir freuen uns auf das Spiel. Aber am wichtigsten ist, dass wir natürlich mit 3 Punkten aus dem Spiel rausgehen. Kriegst du hier in dem unteren Drittel den Ball, nimmst du nach hinten mit und spielst du die zu deinem Torwart zu. Ja, das erste Mal als Cheftrainer einer Frauenmannschaft. Eine sehr spannende Aufgabe hier beim 1. FC Köln. Und ich bin super froh, dass ich hier das Ganze miterleben darf, wie der Frauenfußball nach vorne getrieben wird. Ich kenne den Club, ich weiß, wie viel Power hinter diesem Club, hinter diesem Wappen steht, hinter dieser Stadt steht. Eine unfassbar sportverrückte Stadt mit sehr, sehr verrückten Fans, die wahnsinnig viel Leidenschaft für den Fußball haben. Und der Frauenfußball entwickelt sich genau in die Richtung auch. Kriegst du hier in der Hälfte so einen Rückball abgespielt, dann wirst du definitiv wieder Torwart. Ich glaube, die Telekom ist ein Statement im Frauenfußball. Was sie macht, macht sie gewählt. Sie hat uns ausgewählt, was eine große Ehre ist und was richtig nach vorne treibt. Ich glaube, dass jeder weiß, was für ein Spiel vor uns steht. Wir auch ein bisschen im Abstiegskampf gerade drin sind. Und unabhängig davon, dass wir im großen Stadion spielen, einfach alle wissen, dass es die nächsten Spiele um alles geht. Frauen diese große Bühne zu geben im Rhein-Energie-Stadion, hat eine ganz besondere Bedeutung. Es verbindet im Grunde alle beim FC mit dem Thema Frauenfußball. Ich finde es wichtig, dass wir hier beim FC mit Herzblut dabei sind, dass man das fühlt, einfach hier beim FC zu spielen, dass man stolz darauf sein kann, für den 1. FC Köln zu spielen. Ich glaube, wenn das alle verkörpern und dann auch auf den Platz bringen, dann steht dem FC eine große Zukunft bevor. Habt Spaß und helft euch, unterstützt euch bitte.
die ganze Zeit heute auch schon verbal mit unseren Kommandos. Auf geht's, lass uns Spaß haben, lass uns. Okay. Komm. Okay. Okay. Ich glaube, wir Frauen hier beim FC sind Vorreiterinnen für die Bundesliga, auch wenn es fußballerisch manchmal vielleicht aktuell nicht so gut bei uns läuft. Ich würde mal sagen, die Mädels heute haben vielleicht weibliche Vorbilder, eben vielleicht wie eine Alexander Popp oder Spielerin von uns. Zu meiner Zeit waren das männliche Vorbilder, weil der Frauenfußball zu dem Zeitpunkt einfach noch nicht an dem Punkt ist, wie er heute eben war. Von daher ist es, glaube ich, auch spannend für junge Spielerinnen, dass sie einfach weibliche Vorbilder haben. Zu meiner Zeit gab es eigentlich nur die Trikots mit den männlichen Namen drauf. Dass da Spielerinnen halt jetzt die Trikots von Frauen tragen, macht mich extrem stolz und zeigt, dass wir auf einem sehr guten Weg sind und da eine echt gute Entwicklung stattfindet aktuell. Ja, das Motto dieses Jahr ist ja Kölsche Mädchen spielen, wo sie wollen. Ich glaube, das zeigt auch, dass uns das hier beim FC Köln ermöglicht wird, dass wir wieder im Stadion spielen können. Es gehört zu unserem Alltag, es ist Teil von uns und insofern spielen die Mädchen, wo sie wollen, selbstbewusst. Damit wollen wir einfach aufzeigen und auch Mut nach außen geben, junge Mädels zu inspirieren, eben, dass sie sich trauen, Fußball zu spielen, gegen Jungs oder mit Mädels, das ist egal, Hauptsache sie spielen Fußball und das gerne schon im frühen Alter. Das Hinspiel hatten wir auch im Weserstadion gegen Werder Bremen gespielt. Ich glaube, da waren ca. 23.000 Zuschauer. Das ist dann aktuell der Rekord für die laufende Saison. Und jetzt ist natürlich das Ziel, dass wir den Rekord für die laufende Saison wieder hier nach Köln holen. Also wir können ja jetzt schon sagen, mit dem Stand heute wird das Spiel am Sonntag gegen Werder Bremen das bestbesuchteste Spiel in der Frauen-Bundesliga-Saison 23/24 sein. Da träumt man ja viele Jahre von, vor so einer Kulisse zu spielen. Von daher wird es ein tolles Frauenfußballfest. Ja, ich glaube, dass wir dieses Jahr mit Telekom als Hauptsponsor auflaufen, ist ein großes Statement vom 1. FC Köln. Wir sind auch super dankbar. Ich glaube, es sieht auch wirklich gut aus mit dem weißen Telekom-Zeichen da drauf. Highlightspiel in Köln, Müngersdorf und alle machen mit. Und sportlich wird es auch interessant, richtig relevant für den FC vor allem. Also da freuen wir uns riesig drauf, da lassen wir uns nicht zweimal bitten hier bei Magenta Sport. Tabea Kemme, unsere Expertin, ist bei mir. Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön. Ich bin der Simon, heute Moderator hier bei Magenta Sport. Ich war langjährige Fußballerin, sowohl für die deutsche Nationalmannschaft, für Turbine Potsdam und auch in England bei Arsenal. Wir wollen uns in alles reinschmeißen. Wir wissen, dass Bremen eine sehr zweikampfstarke Mannschaft ist. Dann wollen wir auf jeden Fall dagegen halten. Die Nachfrage ist groß. Wir wollen Frauenfußball sehen. Wir wollen es in den Männerstadien, in den großen Stadien sehen. Und das ist natürlich schön, irgendwie auch Teil davon sein zu können, das mit zu begleiten und auch immer wieder selber zu pushen. Ist alles ein bisschen nervöser, hibbeliger als sonst? Eine riesen Vorfreude einfach. Ne? Natürlich ist es was Besonderes, hier im Rhein-Energiestadion vor so vielen Menschen Fußball spielen zu dürfen. Aber wir freuen uns einfach drauf, werden es gleich genießen und hoffentlich auch die nötigen Tore schießen. Also kurz vorm Spiel steigt die Anspannung dann schon. Vor allem, wenn man dann beim Aufwärmen draußen ist, schon sieht, dass schon so viele Zuschauer sind, wie normalerweise nicht beim Spiel da sind. Und wenn dann die Hymne läuft, dann merkt man, okay, jetzt geht's richtig los. Die Rängen füllen sich auf jeden Fall. Wir freuen uns drauf. Gleich wird's voll. Wir erwarten über 30.000 Zuschauer. Von daher wird es gleich eine Megaparty. Ja. Hier sind die Helden mit unserer Hymne. Wir stolzen hier. Riesenschutz für den FC. Aber Köln macht's gut, muss man sagen. Und das ist ein ganz bitterer Ballverlust. Und der kann rein. Schimmer. Und das ist Elfmeter.
Und der FC hat die große Chance, hier in Führung zu gehen. Und drin ist er, sauber verwandelt. Der 1. FC Köln führt in seinem Heimspiel 1:0. Er kann zufrieden sein. Daniel Weber mit der ersten halben Stunde unter dem Applaus der Kulisse hier in die Pause. Richtig Bock heute. Genau das, was wir erwartet haben. Ja. Die Tabelle sieht somit direkt wieder erfrischender für uns aus. Und wie gesagt, ist es ganz, ganz wichtig für die Mädels, dass sie das spüren wieder, was geht bei ihnen. Bis gleich, da gibt es die zweite Halbzeit mit Michi Seibert und dieser jungen Dame. Tolle Stimmung hier im Rhein-Energie-Stadion. Es bleibt extrem spannend. Ach, und da fällt das Tor für den SV Werder Bremen. Genau in diese Phase rein. Köln muss wieder mehr machen, muss wieder mehr tun. Versteht man sein eigenes Wort nicht mehr. Hier wurde nochmal die Zuschauerzahl kolportiert. Ich habe es euch schon verraten. Und der ist drin. 2:1 Köln. Und jetzt tobt hier der Mob. Ich habe wirklich Gänsehaut. Die Kurve hüpft. Und jetzt gibt es nochmal einen Konter für den FC. Der 1. FC Köln gewinnt vor 30.123 Zuschauern sein Heimspiel. Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft und ich glaube, das waren extrem wichtige Punkte. Und dann bist du einfach jetzt total erleichtert, natürlich auch emotional. Ich bin einfach nur glücklich, dass wir die 3 Punkte holen konnten und ja, bin happy. Das ist genau das, was wir uns erwartet haben. Ne? Zuschauerzahl haben wir die 30.000 geknackt. Sportlich haben wir auch geliefert. Die 3 Punkte bleiben in Köln, was natürlich auch unfassbar wichtig ist jetzt für die Zukunft natürlich. Und von daher sind wir alle sehr stolz und freuen uns, ja. Wir werden das zukünftig immer machen. Ein Spiel in der Saison soll im Rhein-Energie-Stadion stattfinden. Wir wollen den Frauen die große Bühne geben. Und wir wollen damit natürlich auch hier für den FC, aber auch in der Stadt, den Frauenfußball etablieren und noch populärer machen. Das ist das, wofür ich jeden Tag sehr, sehr gerne aufstehe und hier am Geisbockheim mitwirke. Und von daher bin ich wirklich sehr stolz auf die Entwicklung der letzten Jahre und freue mich auch sehr auf das, was noch kommt.